Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pokémon Battle Revolution. Wir haben ja beim letzten Mal das Kolosseum-Portal hier unten abgeschlossen mit unseren drei Pokémon und werden uns jetzt um das Kolosseum-Wasserfall kümmern. Was gibt's denn hier für Regeln? Vorgewählte Pokémon kämpfen in Reihenfolge. Zugelassene Individual- und Leihpässe. 5 für einen Einzelkampf, 6 für einen Doppelkampf, alles klar. Die Pokémon kämpfen dann 1 gegen 1 im Einzel- bzw. 2 gegen 2 im Doppelkampf in dieser Reihenfolge. Dieser Kampf hat eine feste Rundenzahl. 5 Runden im Einzelkampf und 3 Runden im Doppelkampf. Die Pokémon des Gegners gehen zuerst groß. Das ist die Bedingung zum Rundensieg. Wer als erster 3 Runden im Einzelkampf bzw. 2 Runden im Doppelkampf gewinnt, ist der Sieger. Klingt kompliziert. Nehmen wir mal das Einzelkampfteam hier. Und dann geht's auch schon los. Ich wollte gerade sagen, er hat auch den gleichen Passiv hier, aber nein, hat er nicht. Joa, also ich würde mal sagen... Ach, wir können ja mehr Pokémon mitnehmen. Verdammt. So. Sieht gut aus. Kolosseum Wasserfall, Duellkampf, Kampf 1. Es wird spannend zu sehen, wie es diesmal ausgeht. Beide Seiten bersten fast vor Energie. Ja, ich würde sagen, wir nehmen eine Psychokinese. Der Kampf beginnt. Das sollte es dann eigentlich gewesen sein. Zerrüttet durch Psychokinese. Sag ich doch. Und schon am Boden. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. Das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Schade, dass wir keine Giftattacke haben. Dann nehmen wir eben Nachthieb. Ein gewaltiger Schlag! Die rote Seite kann sich kaum noch halten. Seine Attacke ging daneben. Daneben. Das hat eingeschlagen. Na, den Volltreffer hättest du auch eben machen können. Das war zu viel. Es ist besiegt. Die blaue Seite kann bisher 2 Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe es hier gibt. Gibt es hier wieder 6? Dann dauert es hier nämlich ein bisschen länger. Na, das ist ja geschenkt. Leider haben wir kein Erdbeben. Ich hätte dir echt Erdbeben beibringen sollen. Nein, nehmen wir Feuerschlag. Und Box ist um. Ein direkter Treffer. Naja, der Charme wird ja auch nicht mehr was nutzen. Sein Angriff sank. Selbst mit gesenktem Angriff sollte das noch reichen. Spiel, Satz und Sieg. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Ja, das war ja... Naja, das ist der erste Kampf, was erwarte ich. Und wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist hier nicht der höchste. Also von daher, erwartet erstmal keine zu spannenden Kämpfe, ja? So, ein Insektenforscher. Ja, Shiro ist zwar 4 Level unterlevelt, aber ich denke, es wird es trotzdem hinkriegen. Und schon geht's los.
durchgeschmort im Flammenblitz. So, kriegen wir zwei Rückstoße, aber damit ist das ja mal auch erledigt. Es ist schon besiegt. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. So, Shiro hat seinen Soll erfüllt. Ich denke, Ciana wird sich da einreihen. Die zweite Pokémon-Gruppe ist erschienen. Zerrüttet durch Psychokinese. Sag ich doch. Und schon am Boden. Die Animation zum Kampf hin dauert länger als der eigentliche Kampf. Die blaue Seite kann bisher zwei Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Na perfekt, da können wir mit Donnerschlag angreifen. Wo mich das, wobei mich wurmt das gerade so ein bisschen, dass wir Feuerschlag und nicht Erdbeben drauf haben. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Naja, jetzt ist zu spät. Kampf ist beendet. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Den hätten wir auch nass gemacht. Den haben wir genommen, mit dem Kopf unter den Wasserfall da gesteckt. Ein Top-Trainer. Jetzt wird's spannend. Oh, Wasser-Pokémon sind hier so die, ne? Die Pokémon der Wahl, wie mir scheint. Beziehungsweise sie hat zwei Wasser-Pokémon dabei. Ich glaube, so sagen hat sie noch ein Lombreo. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre sie eine Wasser-Pokémon-Trainerin. Wow, sie ist, hat ein Panikon. Ich bin begeistert. Der Kampf beginnt. Zerrüttet durch Psychokinese. Es ist schon besiegt. Au. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. Das wird bei Daylight auch schon auch so bleiben. Das kann ich auch schon fast versprechen. Bei diesen minimal maximierten Werten oder maximal minimierten Werten wird es schwierig für die mit ihren nicht entwickelten Pokémon. Ich weiß gar nicht, ist das Ciana-mäßig? Ich glaube, das ist Ciana-mäßig. Wir kommen auf fast 400 Spezialangriff. Das hat eingeschlagen. Eine fantastische. Und wir kämpfen gegen Pokémon, die alle nicht optimiert sind. Also, momentan noch. Die blaue Seite kann bisher zwei Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Du. Die dritte Pokémon-Gruppe ist erschienen. Na, nehmen wir Nachthieb. Ein gewaltiger Schlag. Erstaunlich, diese Kraft. Na, klasse. Sein Fluchtwert stieg. Dann laufen wir mal, dass wir treppen. Sieht gut aus. Ist schwer unter Druck. Wir haben es nicht besiegt. Die rote Seite erhöht weiter Statuswerte. Ich frage mich, was dieses Bummeldame vorhat. Pjöndragi, starte den Angriff. Das hat eingeschlagen. So. Es ging zu Boden. Spiel ist aus. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, du bist kein Top-Trainer mehr. Den Titel haben wir dir gerade abgenommen. So, was kommt als nächstes?
Kampf 4. Oh Gott, wir kommen voran. Wobei ich sagen muss, bei dem Format kommt mir das wie eine Ewigkeit vor. Mit Kaskade könnte ich die Fälle hinaufschwimmen, ja. Beide Seiten strotzen sofort. Ne Donnerschlag. Das sollte schnell gehen. Und schon geht's los. Ein toller Treffer. Eine fantastische Attacke gleich zu Beginn. Das sag ich doch. Es ist schon besiegt. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt, wa? Da können wir Erdbeben nehmen. Das ist zwar auch nur, glaube ich, nur neutral, aber besser als nichts. Müsste trotzdem stärker sein als Nachthieb. Eine beeindruckende Attacke, aber nicht besonders gut abgestimmt. Ein gewaltiger Schlag. Erstaunlich, diese Kraft. Und dann können wir es mit dem Nachthieb beenden. Au. Aber nicht besonders gut abgestimmt. Ein toller Treffer. Es ist besiegt. Die blaue Seite kann bisher 2 Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Na, das wird ein easy Abwasch. Daylight, würdest du bitte den Müll rausbringen? Dankeschön. Zerrüttet durch Psychokinese. Es ist schon besiegt. Perfekt. Weiter geht's im Text. Die Würfel sind gefallen. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Naja, du hast einen Hut, also da wird es nicht so schlimm, wenn du dich unter den Wasserfall setzt. Glaube ich. Hoffe ich. Du hältst auf jeden Fall ein bisschen länger durch. Wenn dein Hut wasserdicht ist, dann ist es halb so wild. Tja, Feuerreiter, aber nur 2 Feuer-Pokémon, ne? Das ist ein bisschen seltsam. Dann mal los. Haben wir Erdbeben? Ja, haben wir. Perfekt. Let's go. Vorhang auf. Erdbeben rüttelt die Erde auf. Und schon am Boden. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. Die zweite Pokémon. Tja, schade, dass wir keine Psychokinese haben, aber wir haben Surfer. Au. Minute. Au, ich wurde getroffen. Diese Schmerzen. Surfer durchflutet die Arena. Und schon am Boden. Die blaue Seite kann bisher 2 Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Das stimmt. Regeltechnisch ist das korrekt. Oh, das Matchup ist geschenkt.
Also Macholo, wie sehr möchtest du vernichtet werden? Da hätten wir dem DKP bestimmt jetzt gerade mal dreimal abziehen können. Und schon am Boden. Weißt du, weil Macholo hat ganz schön lange Arme, ne? Die Würfel sind gefallen. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Ja, das war jetzt langweilig. Das trifft's ganz gut. Aber hey, wir sind hier fast durch. Wir sind schon im Halbfinale. Wir kommen voran. Es geht schneller voran, als es mir am Anfang vorkam. Gott, das SZ sieht ja furchtbar aus. Naja, man würde denken, das ist nicht das beste Match, aber wir haben Feuerschlag und Eishieb. Wir können uns quasi aussuchen, was wir dagegen einsetzen wollen. Das hat eingeschlagen. Eine fantastische Attacke gleich zu Beginn. Und schon am Boden. So. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen. Ich würde mal langsam gerne einen Doppelkampf machen. Wir haben das Doppelkampfteam jetzt auch noch nicht eingesetzt. Das ärgert mich ziemlich. Die zweite Pokémon-Gruppe ist erschienen. Lass mal Nachthieb nehmen. Ein gewaltiger Schlag. Die rote Seite kann sich kaum noch halten. Dafür hat es nicht mehr genug KP. Ich weiß nicht, was du da versucht hast zu tun, aber es wird nicht mehr klappen. Das hat eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Also ein Kolosseum gibt's noch da, da schwarz mir echt vor. Das ist nämlich ein Roulette-Style. Da werden wir mit dem Leihpass antreten, weil sonst gewinnt nämlich der, der mehr von unseren Pokémon kriegt. Und naja, mit dem Leihpass ist das ein bisschen ausgeglichen. Also, da merkt man diesen Stärkeunterschied ja nicht so. Und Eis-Pokémon. Das Setup ist ein bisschen ungünstig für uns. Ich hoffe, dass Deong ist nicht schlau genug, eine Eisattacke einzusetzen. Na gut, ist jetzt Aquaballon. So, Erdbeben hat die höhere Genauigkeit. Ich möchte nicht daneben hauen. Erdbeben rüttelt die Erde auf. Es ist besiegt. Die Würfel sind gefallen. Oh, wir sind ja schon durch mit dem Kampf. Sieg für die blaue Seite. Das ging schnell. Dann gehen wir den Ozean anschreien. Da sind wir schon im Finale gegen Marina. Die sieht fast aus wie wir. Dich. Dich auf jeden Fall. Dann nehmen wir Prism nochmal mit. Man merkt, glaube ich, dass ich Shiro nicht so gerne mitnehmen möchte, weil es 4 Level unterlevelt ist. Die Herausforderin, die wirklich stolz sein kann, es bis hierher geschafft zu haben, trifft nun auf ihren letzten Gegner. Alle sind bereit und erwarten die Anweisungen ihrer Trainer. So, let's go. Der Kampf beginnt. Ein toller Treffer. Eine fantastische Attacke gleich zu Beginn. Es ist schon besiegt. So, damit geht die erste Runde schon mal an uns. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. Das ist doch schon mal ein guter Vorsprung. Schon wieder ein Griffel? Ich glaube, wir hatten hier heute schon Griffel. Naja, never mind.
zögerst das Unabwendbare nur hinaus. Mann, hat Griffel einen großen Kopf. Und noch ein Volltreffer. Das tut weh. So, noch ein Kampf und wir können einpacken. Sehr schön. Na, jetzt bin ich aber froh, dass wir Drachenpuls dabei haben. Ein gewaltiger Schlag, ein direkter Treffer. Body Slam. Au. Na, immerhin keine Paralyse. Ich meine, gut, bei Prison wäre das nicht so schlimm. Na, erhöhte Verteidigung ist immer nice. Nehme ich auch die Paralyse für den Kauf. Durch Drachenpuls pulverisiert. Es ist besiegt. Spiel, Satz und Sieg. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. So, ich hoffe dann, dass es in den nächsten Kolossionen ein bisschen schwieriger für uns wird. Momentan spazieren wir hier durch. Aber gut, damit hätten wir das Wasserfall-Kolosseum auch abgeschlossen. Sehr schön. Ein weiteres Kolosseum, das wir gemeistert haben. Ich glaube, es gibt 8 Stück insgesamt. Und alle haben so leicht unterschiedliche Regeln. Du hast das Kolosseum Wasserfall gemeistert. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst 375 Punkte für das Meistern von Duellkampf im Kolosseum Wasserfall. Dankeschön. Außerdem erhältst du als Belohnung dafür, dass du Kolosseum Wasserfall zum ersten Mal gemeistert hast, einen neuen Kampfpass und Pikachu-Schminke. Na geil, ich wollte mich schon immer wie ein Pikachu schminken. Es gibt übrigens Neuigkeiten aus Pogetopia. Kolosseum Neon und Kolosseum Kristall wurden gerade eröffnet. Da solltest du unbedingt hingehen. Außerdem steht dir im Kolosseum Portal ein neuer Leihpass zur Verfügung. Sieh ihn dir mal an. Und dann wünsche ich dir viel Spaß in Pogetopia. Genieße es in vollen Zügen. Was haben wir denn hier für nette Accessoires im Laden jetzt? Ein matt Silber für die coole Lady. Aber so von den Haaren hat sich letztlich wirklich was geändert, ne? Gut. Was gibt's denn für Mützen? Naja, Flowcappy will ich nicht. Gibt's ein bisschen das Oberteil? Pokéball, Sommer-T-Shirt, das kann nur er. Lass uns das Ozean-T-Shirt nehmen. Ich mag blau. Schauen wir uns das mal an. Ja, damit kann man doch leben. Das sieht doch nett aus. Haben wir auch eine bessere Mütze? Nö. So. Erstmal die Haare, damit es ein bisschen einheitlich ist. Wie gesagt, das ist ein bisschen nervig, dass wir überall den Trainer dann gleich ändern müssen, wenn wir den gleichen Charakter haben wollen. Aber ansonsten fehlt, finde ich, die Immersion, wenn man mit unterschiedlichen Charakteren spielt. Ich meine, die Idee ist ja ganz nett, aber nicht so meins. Die vom Kampfpass müssen, oder vom Leihpass müssen wir eigentlich auch noch anpassen, ne? So. Mach ich denn da? Ich bin doof, entschuldigt. Aber wir können den Trainertyp nicht ändern, das ist dann doof.
Oh, das sieht ziemlich gut zusammen aus. Okay, das sieht kacke aus. So. Sehr gut. Dann hätten wir das auch. So, welches Kostüm machen wir als nächstes? Machen wir Neon? Ich glaube, ich möchte Neon tatsächlich als nächstes machen. Neon ist, meine ich, das Kolosseum, wo es zufällig bestimmt wird, mit welchen Pokémon wir kämpfen. Also unsere Pokémon und die des Gegners werden quasi in einen Pool geworfen. Jeder dreht am Glücksrad und kriegt dann halt ein Pokémon. Und ich glaube, das war eins der Kolosseen, die ich am wenigsten gemocht habe. Weil wir halt, wenn wir Pech haben, mit dem gegnerischen Team kämpfen müssen, die halt schwächer sind als unsere. Und deswegen würde ich das, glaube ich, so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Also werden wir das als nächstes vornehmen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao!